Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu dieser entspannten Room- und Spa-Tour. Ich nehme euch heute ein bisschen mit und zeige euch unser Zimmer. Ich war ja wir waren letzte Woche im Urlaub und ich habe da immer wieder ein bisschen mitgefilmt und heute ist eben diese Roomtour dran. Bevor wir aber damit ausführlich starten, würde ich euch sehr, sehr gerne die neuen Produkte von Hanfgeflüster vorstellen. Sie haben nämlich ein neues Cycle Balance Set gelauncht, sowie auch ein neues Schlaföl. Ich werde gleich näher auf die Produkte eingehen. Ich habe sie schon ausführlich getestet und bin sehr, sehr begeistert. Mit meinem Code Whisper könnt ihr 15% sparen und ab einem Bestellwert von 89 Euro gibt es die CBD-Gesichtsmaske kostenlos dazu, solange der Vorrat reicht natürlich. Und ja, jetzt bekommt ihr mein ehrliches Feedback und wir starten mit der Belly Butter. Und ich sag's euch, das ist so, so angenehm, wenn man diese dann auf seinen Unterbauch aufträgt und er sich so wohlig warm erwärmt. Das ist einfach ein richtig cozy Gefühl, welches ich nicht mehr missen möchte. Und das ist einfach echt, ja, ein wirklich sehr, sehr angenehmes Erlebnis. Man kann dann auch den Mood Boost Roll-On verwenden. Der ist auch die perfekte Ergänzung. Der wirkt auch entkrampfend, entspannend und es hebt einfach die, ja, die Stimmung und entspannt zusätzlich. Also wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Und dann in Kombination mit dem neuen Cycle Balance Öl, das ist das 15%ige, da ist Mönchspfeffer, Passionsblume und Frauenmantel enthalten. Das wirkt auch nochmal entkrampfend, entspannend und ja, ist einfach die perfekte, ja, Ergänzung zu seinen Frauenproblemen und ich möchte das nicht mehr missen. Also ich bin wirklich, wirklich begeistert von den Produkten und kann sie euch echt nur ans Herz legen. Das Öl, also das neue Schlaföl mit Kamille, wirkt natürlich auch nochmal mehr entspannend. Ich habe es 3 Tage im Urlaub genommen, also die letzten 3 Tage und das, ja, ich habe geschlafen wie ein Baby. Also ja, bei mir wirken die Produkte richtig gut und wenn ihr viel Arbeitsstress habt oder so viel Unruhe im Alltag, dann ja, schaut euch die Produkte an. Ich verlinke euch alles in der Infobox und ja, give it a try. Und jetzt geht's los mit der Roomtour. Ich werde jetzt auch gar nicht mehr zu viel schnacken und lasse euch dann gleich mal die Geräusche genießen. Wir waren in Bibione. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben da echt ein richtig, richtig gutes Schnäppchen ergattert. Wir waren 6 Tage dort und haben pro Person 500 Euro bezahlt. Da war Frühstück enthalten, ein 6-Gänger-Abendmenü und auch für jeden von uns eine Ganzkörpermassage. Die hat unglaublich 1,5 Stunden gedauert. Also das war echt richtig, richtig gut. Und ja, wir haben da einfach nur 500 Euro pro Person gezahlt. Und ich finde das eigentlich ein sehr, sehr guter Deal. Mir hat auch unser Zimmer sehr, sehr gut gefallen. Und wir waren eigentlich wirklich rundum zufrieden. Das Lustige war auch, wir haben uns dort mit Freunden verabredet. Die waren auch 2 Tage dort, aber im Nebenhotel. Und die hatten wirklich das identische Zimmer von uns. Also da gab es so denselben Einrichter. Das fand ich irgendwie echt sehr lustig. Ja, so viel zu dieser Geschichte. Hier seht ihr auch meine Nahrungsergänzungsmittelchen. Die nehme ich oft, wenn ich so viel verschiedene Sachen esse, weil ich bekomme da echt manchmal Bauchweh, muss ich echt sagen. Und die helfen mir auch total. Und ja, also ich fand das Zimmer wirklich sehr schön und gelungen und ich würde jetzt einfach sagen, ich lasse euch einfach mal die Sounds genießen.
lasst sie auf euch einwirken und wir sehen uns dann gleich wieder im Spa-Bereich.
Jetzt gibt es auch noch eine kleine Spa-Tour. Also diese Räumlichkeiten waren schon sehr überschaubar, aber trotzdem richtig süß und gemütlich eingerichtet. Es gab einige Liegen und auch eine Sauna. Die haben wir allerdings irgendwie nie benutzt. Und es gab auch eine Duschkabine. Nee, das war eine Infrarotsauna oder Dampfsauna. Ich weiß es gar nicht so richtig, weil da waren wir nie drinnen. Wo wir aber drinnen waren, waren die Whirlpools. Also es gibt zwei Stück. Einer steht rechts und einer links. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber das Wetter war ein bisschen windig an diesem Vormittag. Und es ist dann schon recht fein und angenehm, wenn man dann in dem 38 Grad warmen Whirlpool sitzt. Das ist auch die Hinteransicht. Also der Bereich war hinten ausgelegt und vorne hatte man den Meerblick. Wir waren zwar in der zweiten Reihe, aber es war überhaupt kein Ding und kein Problem. War trotzdem sehr, sehr schön. Ja, hier seht ihr quasi auch noch die paar Ruheräumlichkeiten. Also ja, bei Schlechtwetter kann man das auf alle Fälle nutzen. Ja, ich bin jetzt auch schon am Ende angelangt, meine Lieben. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Video liked, kommentiert und ein Abo da lasst. Das wäre eine super tolle Unterstützung. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft ganz schön und hoffentlich bis bald.